Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns in der Tat bei diesem Tagesordnungspunkt mit einem Novum zu tun, denn gestern legte ja die CDU-Fraktion, ich nehme an, auch die Fraktion hat es in Auftrag gegeben, eine Umfrage vor, mit der die eine Repräsentative von einem mir bis dahin nicht so bekannten Umfrageinstitut, mit der belegt werden sollte und begründet werden sollte, warum die CDU heute im Gegensatz zu allen anderen demokratischen Fraktionen die Einführung des Wahlalters mit 16 ablehnte. Ich fand das insofern interessant, weil ich mich sofort gefragt habe, ob Sie denn zukünftig auch bei Themen, bei denen Ihnen keine Argumente mehr anfallen, Umfragen erheben. Und die interessante Frage wäre ja, ob Sie Ihre Position dann verändern, wenn Sie Menschen in diesem Land mal fragen würden, wie Sie denn zur Einrichtung von industriellen Tierhaltungsanlagen stehen würden, zur Absenkung der Quoren und mehr direkter Demokratie, wie Sie sich zum Beispiel zu dem Thema Gerichtsstrukturreform verhalten würden. Also, wir haben nicht die Absicht, unsere Position von den Ergebnissen von repräsentativen oder nicht repräsentativen Umfragen abhängig zu machen. Ich habe nur festgestellt, die CDU-Fraktion scheint das offensichtlich jetzt für ein adäquates Mittel zu halten. Ich kann es in der Tat auch ein Stück weit verstehen, weil die gesamte Argumentation, die die CDU vorgetragen hat in den inzwischen ja anderthalb Jahren Beratung, in den Ausschüssen nicht bestätigt worden ist. Sie ist nicht bestätigt worden bei der Anhörung, die wir, finde ich, richtigerweise mit den jungen Menschen gemacht haben, die, deshalb der Zwischenruf, Herr Müller, sehr, sehr gute Argumente hatten. Auf die komme ich gleich nochmal zurück. Und sie wurden auch nicht bestätigt durch einen Großteil der von uns eingeladenen Experten. Und ich finde, wenn man sich auf die jungen Menschen bezieht, dann ist, da zitiere ich jetzt mal aus einem Artikel der Schweriner Volkszeitung vom heutigen Morgen, da fasst das eine junge Frau sehr treffend zusammen. Ich zitiere Ronja Hinks, die heute zitiert wird in der SVZ, sagt, gerade uns Jugendlichen geht die Politik unseres Landes viel an. Denn was heute in der Politik entschieden wird, ist für uns der Generation von morgen von Bedeutung. Speziell die Bildungspolitik wird auf Landesebene beschlossen und da wollen wir mitentscheiden. Natürlich geht die Herabsenkung des Wahlalters einher mit ausreichender Aufklärung über Politik, aber auch da sehe ich keinen Grund zur Beunruhigung. Gerade in der Schule sprechen wir über das politische Geschehen in unserem Land in den unterschiedlichsten Fächern. Besser kann man das, glaube ich, nicht argumentieren. Und wenn dann, und das ist der zentrale Inhalt dieser Umfrage, die CDU initiiert hat, wenn man dann hergeht und sagt, unsere großen Bedenken sind, die 16-Jährigen und 17-Jährigen sind nicht reif genug, das habe ich nicht gesagt. Sie beziehen es darauf, Herr Kokert, und wenn Sie da eine andere Auffassung haben, dann vertreten Sie das doch hier an dieser Stelle. Ich bin nicht der Auffassung, dass die 16- und 17-Jährigen nicht reif genug sind. Darüber hinaus treffen Sie auch die 18- und 19- und 20-Jährigen teilweise, weil die zu dem Zeitpunkt, wo Landtagswahlen stattfinden, auch noch nicht wahlberechtigt sind, weil sie nämlich hineinfallen in diesen Fünfjahreszeitraum. Also das ist eine völlig unzureichende Argumentation. Und ich glaube, es ist uns allen sehr anschaulich vorgeführt worden bei den Diskussionen, die wir bei Jugend im Landtag geführt haben, dass die Jugendlichen durchaus reflektiert und durchaus bewusst mit dieser Frage umgehen. Das waren Diskussionen auf hohem Niveau, die ich mit vielen Erwachsenen so nicht führen kann. Und die sie treffen, indem sie sich jetzt dagegen stellen, das sind genau die jungen Menschen, die wir brauchen, die Engagierten, die interessiert sind an der Demokratie. Das sind diejenigen, die sich einmischen wollen und die sie jetzt über dieses Verhalten der CDU-Fraktion schlicht und ergreifend frustrieren. Und wenn ich jetzt mal auf die Expertenanhörung angehe, auch da will ich zitieren, einmal nur nebenbei eingehen, das können Sie alles nachlesen, da wo es
wo das Wahlalter tatsächlich schon umgesetzt wird, in Bremen oder Brandenburg, die machen hervorragende Erfahrungen. Die machen hervorragende Erfahrungen. Und wenn Sie zum Beispiel den Verfasser der Shell-Studie fragen, auch hier zitiere ich einmal Professor Dr. Hohelmann, der eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, und der sagt, damit sei, argumentiert, dass sich das Jugendalter in körperlicher und psychischer Hinsicht in den letzten 100 Jahren um 2 Jahre vorverlegt habe, damit sei eine frühere Ablösung von den Eltern verbunden. Jugendliche seien ökonomisch, sozial und in ihrer Wertorientierung weitgehend selbstständig. Die Frage des Wahlalters hänge vornehmlich von der politischen Urteilsfähigkeit ab. Das ist auch eine, wie ich finde, sehr zutreffende Argumentation, weshalb man sich nicht auf Unreife zurückziehen kann, wenn man das Wahlalter mit 16 ablehnt. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir haben ja jetzt eine Situation, die hatten wir 2011 und die haben wir jetzt bei den Europawahlen und bei den Kommunalwahlen wieder. Da vermitteln Sie oder müssen Sie jungen Menschen vermitteln, und das ist nahezu rational nicht mehr begründbar, warum sie in der Lage sein sollen, einen Oberbürgermeister, einen Landrat, eine Bürgerschaft, eine Stadtvertretung, einen Kreistag zu wählen. Und warum sie nicht in der Lage dazu sein sollten, einen Landtag, einen Bundestag oder ein Europaparlament zu wählen. Und da, Herr Innenminister, ist das Argument mit der gesetzgebenden Gewalt auch nicht stichhaltig, weil Sie genau wissen, dass auf kommunaler Ebene, was zum Beispiel das Satzungsrecht angeht, was Gebührenordnungen angeht etc., weitreichende Entscheidungen getroffen werden können, die in der Kompetenz der Kommunen liegen und wo junge Menschen durchaus die Möglichkeit der Mitgestaltung haben. Im Übrigen das Argument, dass gerade hier im Landtag Bildung, die Zuständigkeit für Bildungspolitik liegt, also für einen wichtigen Bereich der Politik, der Jugendliche auch angeht, glaube ich, ist an der Stelle sehr, sehr stichhaltig. Sie wollen das einfach nicht. Sie haben sich, ich spreche die CDU an, Sie haben sich darauf zurückgezogen, dass Sie eine Umfrage bemühen, um irgendwie noch argumentieren zu können, warum Sie das nicht wollen. Ich sage aber auch in Richtung der SPD, offensichtlich war Ihnen das nicht wichtig genug, um es gegenüber dem Koalitionspartner durchzusetzen. Das war mir in meiner Wahrnehmung deutlich zu oberflächlich. Meine Fraktion wird für die Gesetzesentwürfe stimmen, und ich bin froh, Frau Borchert, dass Sie hier namentliche Abstimmung beantragt haben, weil da können wir mal gucken, wer an welcher Stelle wie stimmt. Herzlichen Dank.